Hallo meine lieben Schrauberfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier sind wir jetzt gerade im Delphi drin und ich lese hier gerade einen CLK aus dem Baujahr 2006 aus. Das Auto stand ziemlich lange, hat ungefähr 360.000 Kilometer auf der Uhr oder weiß der Geier was, auf jeden Fall jenseits der 300. Ist ein 320er und jetzt schaut euch mal hier die Liste an. Also 8 Fehlercodes im Dieselbereich, also Kraftstoff und Motorsystem. Bremse 7 Fehler. Ist eine Automatik, Klimaanlage 1 Fehler gefunden, Gearbox, sprich Getriebe 3 Fehler gefunden und in der Multifunktion 47 Fehler. Schaut euch das mal an, absolut genial. So einen krassen Report habe ich so gut wie noch nie gesehen oder wenn, dann nur sehr, sehr selten. Wir gehen jetzt mal einzeln rein und schauen mal an, was dieses Auto hier für Probleme hat. Schauen wir mal unterm Diesel, was er hier hat. Holding Relay, also das ist hier Aktuator, sprich ein Stellglied hat hier Probleme. Dann haben wir unbekannter Fehler P2095. Dann haben wir hier wieder einen unbekannten Fehler P2094. Cooling Fan Power, Ground Circuit fehlt halt. Also im Prinzip der Stromkreis ist hier unterbrochen für den Lüfter für das Kühlsystem. Dann Exhaust Gas Temperature Sensor 1. Also das wird wahrscheinlich NOx-Sensor sein oder Lambda-Sonde, dass der da Probleme macht. Können natürlich alles Folgefehler sein von einem Fehler. Wissen wir es nicht. Und die anderen Fehler sind alles unbekannte Fehler. Kann auch mit diesem Aktuator zusammenhängen, dass dies hier das Problem ist. Wir versuchen jetzt mal alle Fehler hier rauszulöschen, um letzten Endes dann zu schauen, welche Fehler hier noch bleiben und welche nicht. Löschen das Ganze mal hier und schauen, was passiert. Okay, die Fehler sind schon mal raus. Wir gehen jetzt mal hier zurück. Mal gucken bei den nächsten Neustart des Fahrzeuges und beim Fahren, was dann halt noch kommt. Jetzt gehen wir mal in die Brake, in die Bremse rein. Was haben wir hier? Engine Control Module. Also, da haben wir wieder unbekannte Fehler, unbekannte Fehler, unbekannte Fehler. Das heißt, die resultieren wahrscheinlich alle aus dem C1038, dass da irgendwie dieser Stellmotor oder was auch immer nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann. Es kann auch die ABS-Pumpe sein oder der ABS-Block. Ja, schauen wir mal. Der ist halt nicht permanent der Fehler, sondern gelegentlich kommt der Fehler. Deshalb löschen wir ihn mal. Okay. Die 7 Fehler in der Brake, in der Bremse bleiben drin. Instrumente haben wir nichts. Jetzt schauen wir mal in die Klimaanlage, was ist da für ein Fehler? Cabin Fan, also die Lüftung von der Kabine scheint nicht zu funktionieren. Das probieren wir mal aus. Ja, Lüfter funktioniert aber. Kann manchmal sein, dass wir eine Batterieunterspannung haben. Oder beim Batteriewechsel, dass das Auto dann sämtliche Fehler hier schmeißt. So. Wir löschen die erstmal aus, weil das Fahrzeug läuft jetzt gerade. Ansonsten geht mir der Strom flöten. Danach schalten wir das Auto aus und machen dieses Reading hier noch einmal. Jetzt schauen wir mal, was ganz interessant ist. Gearbox, weil der schaltet komplett sauber. Fehler 2311, Unknown Fault. Also alles unbekannte Fehler. Da schreibt er nichts zu den Fehlern. Wir löschen die auch mal alle raus, weil ich vermute, weil hier bei dem Fahrzeug auch die Batterie gewechselt worden ist oder die alte Batterie komplett eine Unterspannung hatte und das Auto nicht mehr gestartet ist, dass dadurch diese ganzen Folgefehler gekommen sind. Manche Fehler lassen sich halt nicht löschen, weil das Auto läuft und weil man eigentlich die Zündung für 3 Sekunden ausschalten muss, dann die Zündung wieder einschaltet, um die Fehler zu löschen. Jetzt hat das hier doch gemacht. Gearbox ist leer. Und jetzt schauen wir mal in der Multifunktion. Ja, die 47 Fehler, die erklären sich eigentlich alle daraus. Ja, Terminal 30, also Klemme 30, Undervoltage 8 Volt. Also wie gesagt, meine Vermutung war eigentlich ganz goldrichtig. Wenn hier eine Unterspannung herrscht, dann funktioniert hier einfach gar nichts mehr. Okay, das löschen wir mal raus. Okay. Jetzt gehen wir mal alle durch. Unknown Fault, na klar, unbekannte Fehler.
kommt wahrscheinlich alles über die Klemme 30, weil Unterspannung bedeutet letzten Endes, sämtliche Fehler kommen. Wichtig für uns ist jetzt, welche Fehler bleiben, nachdem wir das Auto ausgeschalten haben und neu gestartet haben. CAN-Kommunikation, also der CAN-Bus funktioniert auch nicht, kann er auch nicht funktionieren, mit 8 Volt funktioniert der CAN-Bus nicht. Wenn wir hier nicht mindestens unsere 12 Volt Bordspannung haben, kann hier nichts funktionieren. So, den versuchen wir nochmal zu löschen. Der scheint hier aber permanent da zu sein. So. Okay. Da hätten wir schon mal alles draußen. Schauen wir mal, was es noch gibt. Jetzt sind halt 19 Fehlercodes noch mit drin. Hier haben wir nichts, das passt. Okay, jetzt schalte ich das Auto mal aus und wir tun das Auto dann später nochmal starten und machen jetzt nochmal einen ganzen Scan durch. Wir gehen mal hier komplett raus. Jawohl, ich schalte das Auto jetzt mal aus. Wir lassen das Auto jetzt mal 10 Sekunden ausgeschalten. Zur Not kann man auch mal den Schlüssel rausziehen. So, nach 10 Sekunden Schlüssel wieder drin, Zündung ist eingeschalten. Machen wir hier nochmal den kompletten Scan durch. Und zwar gehen wir auf Diesel und schauen mal, was hier jetzt passiert. Also der komplette Systemscan ist jetzt nochmal durchgelaufen. Wir fangen mal wieder oben an. Also im Motorbereich hat er jetzt keine Fehlercodes gefunden. In der Bremse haben wir sehr wohl immer noch einen Fehler drin. Engine Control Module, ja, keine Ahnung, was das ist. Könnte ESP-Modul sein, könnte der ABS-Block sein, was auch immer. Ist faulty. Also hier sieht man es auch bei dem C1022, dass die CAN-Bus-Kommunikation mit dem Stellglied oder mit dem Stellmotor halt nicht funktioniert. SPS. Genau. Okay. Wir probieren mal die Fehler hier rauszulöschen, ob die sich löschen lassen. Die nimmt er nicht raus. Also die scheinen hier permanent dauerhaft da drin zu sein. Und dann schauen wir mal weiter. Instrumente haben wir gar nichts. Jetzt sind alle Fehler raus. Bei der Zentralverriegelung haben wir noch einen Fehler drin. Den versuchen wir nochmal rauszulöschen. Den nimmt er auch nicht raus. Es kann aber auch mit der Unterspannung zusammenhängen. Kann auch sein, dass die Batterie im Schlüssel ein bisschen leer ist, dass da die Wegfahrsperre nicht hundertprozentig funktioniert. Alles solche banalen Fehlerchen, die sich dann da einschleichen können. So, jetzt hängt er ein bisschen mit dem Löschen, kommt da nicht aufs Steuergerät drauf. Schauen wir mal weiter. Multifunktion, da haben wir noch 19 Fehler drin. Da haben wir einen permanenten Fehler. Left Low Beam, Short Circuit. Windshield. Das ist Schiebedach. Und das sind alles unbekannte Fehler. Also Windshield ist das Schiebedach. Der hat kein Schiebedach, ist ein Cabrio. Also das Cabrio-Verdeck. Left Low Beam, das wird wahrscheinlich irgendwie Zylinder sein vom der Hydraulikzylinder oder irgendwas vom Cabrio-Verdeck, weil die Fensterscheiben funktionieren. So. Jetzt löschen wir mal den Code. Der ist schon mal gelöscht. Den hat er rausgenommen. Und hier haben wir dasselbe mit der CAN-Kommunikation. Steering Column Module. Also wird wahrscheinlich auch das Verdeck sein. So. Keine Fehler, keine Fehler.
keine Fehler. Die werden aber garantiert wiederkommen, die Fehler, wegen dem Verdeck. Okay, das hätten wir soweit. Das passt alles. Wie gesagt, mit der Bremse, das ist das Einzige, was mir noch so ein bisschen Sorgen macht. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr keines meiner hilfreichen Videos verpasst. Und wenn euch solche Fahrzeugdiagnose-Videos taugen und interessieren, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, ganz wichtig, Daumen hoch da lassen für den Algorithmus, damit auch andere diese Videos finden. Bis dahin, euer Chris von BrainX. Ciao.